Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Emergency Wuppertal. Da die letzte Folge ganz gut bei euch angekommen ist, dachte ich mir, werden wir in dieser Folge nochmal ein bisschen im Freeplay-Modus durchstarten und hoffentlich andere Facetten des Spiels kennenlernen, denn in der letzten Folge haben wir uns ja vor allen Dingen mit diesem Großbrand beschäftigt. Das wurde auch alles ein bisschen größer als gedacht und dann sind uns auch noch die Notfallsanitäter oder die Rettungssanitäter da umgeklappt. Das war nicht ganz so geplant. Heute werden wir hoffentlich nochmal die anderen Einsatzkräfte zu Gesicht bekommen und vielleicht sogar besondere Einsätze. Denn zum Beispiel eine Brandmeldeanlage gibt es hier, die gibt es so im Standardspiel, glaube ich, nicht, die man dann hier entschärfen muss und gegebenenfalls das Feuer löschen muss. Erstmal warten wir aber auf unseren ersten Einsatz. Achtung, und der kommt auch schon und es ist eine Explosion dieses Mal. Ja, das wird schon ein bisschen lustiger hier. Also. Kümmern Sie sich um alle Folgeschäden. Sofort. Dann schicken wir schon mal hier einen kompletten Löschzug raus. Wird gemacht. Ja, wir müssen die dann später nochmal hier ein bisschen anders platzieren, aber die sollen erstmal anrücken. Zu Befehl. Und ich glaube, wir schicken auf jeden Fall noch ein zweites HLF hier raus. Ich habe ein bisschen aus den Fehlern der letzten Folge hoffentlich gelernt und werde heute ein paar, bestimmt wird es auch bald Verletzte geben, deswegen mache ich das mir mal so. Und die Polizei soll hier schon mal alle Straßen absperren. In Ordnung. Es ist natürlich immer viel Geklicke hier bei Emergency, das ist mir klar. Aber ich muss sagen, so nach der letzten Folge und nachdem ich hier wieder so ein bisschen reingespielt habe, hatte ich so dieses übelste Emergency Oldschool Feeling und hab wieder richtig Lust drauf bekommen. Und find's auch irgendwie echt schade, dass da schon lange kein neuer Teil mehr gekommen ist. Denn ich habe sie immer sehr gemocht, die Teile, auch wenn das, wenn die seit Emergency 5 ja nur auf Emergency 5 aufgebaut haben und keine neuen Spiele waren. Diese Kampagnen, diese Missionen, das war schon immer sehr cool zu spielen. Und auch sehr abwechslungsreich. Und schon bevor wir angerückt sind, ist Brand 1 gelöscht worden. Wodurch, weiß man nicht. Aber das ist ja schon mal gut. So, hier ist schon mal ein Polizeiwagen. Sie fahren bitte weiter hier. Wir richten gleich noch Umleitungen an. Ein. Da ist der Notarzt. Der stellt sich bitte mal hier hin. So. Okay. Erwarte Befehle. Alles klar. Die kommen hier rum. Ja. Jawohl. Einmal aussteigen schon mal. Und dann brauchen wir jetzt noch die ganzen Löschfahrzeuge. Wo haben wir sie denn? Noch sind sie nicht angerückt. Ich stelle die Polizeiautos gerne hier so hin, wie ich das jetzt gemacht habe, weil man relativ lang damit beschäftigt ist, solche Umleitungen zu planen. Und manchmal klappt das dann auch gar nicht. Und dann ist das immer sehr schlecht. Aber es ist gar nicht so schlecht, dass die jetzt hier rumkommen. Höre. Die können sich auch direkt hier aufbauen. So, schon mal hier stoppen, stopp. Okay. Und dann bitte alles aufbauen. Danke. Also, einmal hier das Ganze anschließen. So. Okay. Und dann können die auch schon mal einen Verteiler legen, bitte. Und dann kann es gleich schon losgehen. Diese DLK, ja, die muss hier dran angeschlossen werden. Das heißt, die muss ein bisschen näher an das Fahrzeug ran. Wobei ich überlege, die zu diesem HLF zu schicken. Bin bereit. Ich glaube, es ist intelligenter. So, und Sie kommen da jetzt mal weg hier. Muss ich gleich mal mit der Polizei machen. Ja? Ich stelle den mal hier hin und dann soll der tatsächlich an das andere HLF. So. Und dann fangen die hier schon an zu löschen. Ja. Aber ich glaube, die sollten sich noch weitere Schläuche schnappen und dann mitmachen. Sonst wird das hier, glaube ich, nichts. Einen von vier Bränden haben wir gelöscht. Die, ja, jetzt langsam läuft's aber. Gut. Höre. Und der stellt sich bitte hier so hin. Und die steigen wir mal aus. Wird erledigt. Und dann schließen wir den hier schon mal an. So, die bitte schon mal aufbauen hier. Alles klar. Okay. Und dann Sofort. Der nämlich hier rein und der hier auch. Bin bereit. Sofort. So, und vielleicht sind die gleich schon fertig mit ihren gelöschten Bränden. Ach nee. Es dehnt sich weiter aus, aber ich denke, wir sind ganz gut gewappnet jetzt. Der kann sich auch schon mal einen Hydranten holen und einen Verteiler setzen. Aber dass einem das immer noch so viel Spaß macht. Ich finde es richtig schade, dass da jetzt nichts Neues mehr gekommen ist. Ich glaube, da wird auf absehbare Zeit auch nichts mehr kommen. Warum, weiß ich nicht. Ich nehme aber einfach mal an, dass sie sich da auf ihre mobile Version konzentrieren wollen. Wo ist denn hier das Fahrzeugwrack?
Wo ist hier ein Fahrzeugwrack, was abgeschleppt werden muss? Ah, hier. Okay, das wird aber schon gelöscht. Ja, gut, jetzt langsam wird's sportlich. Also, aber die fangen hier auch schon an zu löschen. Ja. Der holt sich wieder auch einen Schlauch. Zu Befehl. Und die löschen hier bitte mit. Danke. So wird's doch. So, und die Polizei ist ja schon vor Ort. Jetzt können wir uns hier um Umleitungen kümmern. Verletzte haben wir aber, glaube ich, noch nicht. Und ich glaube, ein RTW habe ich gar nicht geordert, ne? Ich hole mal noch einen. Sicher ist sicher. Wird gemacht. Aber gut. Ja, jetzt können wir dem eigentlich nur noch zuschauen, wie das jetzt hier langsam gelöscht wird. Wir könnten hier nochmal zwei, drei Leute dran setzen. Bin bereit. Hat er sich noch einen Schlauch geholt hier? Erwarte Befehle. Nee, der scheint das. Nee, der kann sich noch einen Schlauch holen. Dann soll der hier mal mitmachen. Dann geht's ein bisschen schneller. Wir können aber jetzt auch vorspulen, weil ich meine, unsere Arbeiten, unsere Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen. Und dann sollen sie sich hier mit anschließen. So. Und die sind auch damit beschäftigt, die Currywurstbude hier zu löschen. 5 von 9 Bränden. Es dehnt sich immer noch aus, aber das Gebäude ist zumindest schon mal gelöscht. Dann sollen die das mal weiter kühlen hier. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Ja. Okay. Das heißt, einmal aussteigen hier. Dann das Fahrzeug mitnehmen lassen. Und die können abbauen. Die können abbauen. Und die können ebenfalls abbauen. Und die hier können auch dann. Entschuldigung, ihr seid umsonst gekommen. Aber besser so als andersrum. Was gibt's? Zu Befehl. So, und dann haben wir unseren ersten Einsatz hier schon geschafft, war aber natürlich ziemlich ähnlich zu dem, den wir in der letzten Folge gesehen haben. Ich hoffe, dass wir noch was anderes sehen werden, nämlich noch irgendwelche spannenden Verfolgungsjagden oder so. Da muss man nämlich echt auf Zack sein, weil man weiß nie, ob die dann kommen oder eben nicht. Da steckt man nicht drin. Was ich ganz gut finde hier an Emergency Wuppertal ist, dass die Leute oder die Polizisten zum Beispiel oder auch die Besatzung des LFs einem Fahrzeug zugeteilt ist. Was hat er gerade gesagt? Ich glaube, die können die Einsatzstelle mal wieder nicht finden. Das heißt, wenn man die nach Hause schickt, dann wartet das Auto, bis alle eingestiegen sind und dann fahren sie nach Hause. Ich glaube, es gab auch mal einen Emergency-Teil, wo das nicht so war. Und, ach gut, der nimmt das mit, alles klar. Dann können die auch nach Hause. Und dann konnte man Fahrzeuge leer zurückschicken und dann waren auf der ganzen Karte irgendwie die Personen verteilt. Das ist natürlich dann nicht so gut. Da war dann irgendwie, konnte man das Freeplay, also wenn man es so gemacht hat, wenn man da nicht so diszipliniert war, konnte man den Freeplay-Modus irgendwann komplett vergessen. Weil einfach überall auf der ganzen Karte die Leute waren und die Fahrzeuge dann leer rausgefahren sind, ohne Personal. Gut, lassen wir das schnell wieder reinfahren und ich würde sagen, wir generieren mal einen Einsatz. Denn, ne? Da haben wir doch was. Ein Überfall hat sich ereignet. Da sind wir doch dabei. Eine Person angeschossen und da machen wir jetzt mal volles Programm, du. Auf der Flucht. Also der wird hier lang laufen. Und kümmern Sie sich um das verletzte Opfer. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Polizeipräsenz hier. Achtung. Mindestens eine Person wurde verletzt. So, wir wollen uns natürlich auch um die Verletzten kümmern. Das heißt, einmal schnell hier der Täter den versucht, das Einsatzgebiet zu verlassen. Sofort Notarzt und einen RTW. Ist in Arbeit. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir den noch finden werden. Aber ich glaube, so schnell ist er nicht. Also wenn ich jetzt noch einen Streifenwagen dazu hole, dann sollte es eigentlich funktionieren. Ich glaube, so schnell entkommt er uns nicht. Aber die Fahrzeuge brauchen halt auch ein bisschen, auch mit Blaulicht, um hier hinzukommen. Der scheint weiter hier in die Richtung zu laufen. Wir nehmen mal noch einen Funkstreifenwagen. Okay. Besser ist es. Die kommen auch von der ganzen Karte. Aber da ist, glaube ich, der Helikopter. Den setzen wir einfach jetzt schon mal drauf an. Höre. Dann wird er nämlich weiter. Ist natürlich ein bisschen übertrieben für so einen Raubüberfall. Bin dabei. Wobei, bei so einem Juwelier wird das manchmal gemacht, ne? Da kommt dann auch mal ein Helikopter. Ach, und da war ja schon die Polizei. Ah ne, das ist der Rettungswagen. Ist aber auch nicht schlecht. Dann kann der sich schon mal um das Opfer hier kümmern. Ah, hier ist aber die Polizei. Was gibt's? So. Verstanden. Und jetzt müssen wir langsam ein bisschen schneller machen, weil die verschwinden manchmal einfach in Gebäuden.
Ich habe schon ein bisschen gespielt, muss ich sagen. Mich hat das Emergency-Feeling wieder so, das Emergency-Fieber, wollte ich sagen, wieder so gepackt, dass ich hier einfach... Komm, fahr mal jetzt hier hin. Bereit. Du kommst auch mal mit. Jawohl. Jetzt werde ich doch langsam ein bisschen nervös. Jetzt können wir uns nicht mehr groß Zeit lassen. Oh nee, jetzt macht er den Rückwärtsgang hier rein. Da fühle ich mich aber ganz dezent hier verarscht. So, und jetzt einmal aussteigen. So, und dann festnehmen, den Dulli hier. Was geht's? Oh, shit, 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 shit. Ein erwarteter Befehl. Jawohl, angegriffen. Alles klar. Gehen Sie mal dazu... Ja, okay. Das war's dann wohl. Wir brauchen noch einen Das war jetzt doch erstaunlich spektakulär. Wird erledigt. So, gut, dann kümmere ich mich aber jetzt erstmal um die unbeteiligte Person, die hier einfach überfallen wurde. Was geht es in Arbeit? So, einmal versorgen bitte. Okay, Oder die da offensichtlich im Weg stand. Was wurde denn überfallen? Billy's Biker Store. Auch noch Billy's Biker Store. Also bei irgendwie Diamanten oder sowas hätte ich es vielleicht verstanden, aber so. So, und hier brauchen wir bitte noch den Notarzt. Kommt er oder kommt er nicht? Ja komm, du kannst schon mal erste Hilfe machen. Verstanden. Zu Befehl. Achtung, uns wurde berichtet, dass eine Person... Ach du liebe Scheiße. Aber jetzt geht's aber richtig ab hier. Bewaffnet und gilt als gefährlich. Okay, also Bombe, wir brauchen das verhaften Sie den SLK. Sollte die Bombe explodieren, bevor Sie sie schaffen können, vermutlich auch dieses sie Fahrzeug sich um alle Folgeschäden. Hier. Okay. Und? Das geht nicht. Die verletzte Person muss erst noch von einem Arzt unterversorgt werden. Ja, ich weiß. Und ich möchte den Helikopter direkt mal nochmal haben. Ich weiß nicht, ob man den da verwenden sollte, weil so macht man den Täter natürlich maximal nervös. Aber ich meine, viel anderes bleibt mir jetzt nicht übrig. Deswegen einmal zum Bombenleger, bitte. In Ordnung. So, das müssen wir uns jetzt echt hier... Haben wir sonst noch irgendwelche Spezialfahrzeuge, die wir da verwenden könnten? Also wir können hier auf jeden Fall schon mal Polizei und sowas hinschicken. Aber... Müssen wir uns gleich mal anschauen, wie das jetzt hier genau funktioniert. Erwarte Befehl. So, damit ist schon mal das SEK da. So. Kein Problem. Damit würde ich sagen, erwarte Befehle. Holen die sich den alles da. Klar. Sofort. Bin bereit. Und die in können Ordnung. Dann gegebenenfalls noch mit Dings anrücken. Was gibt's? Kein Problem. Ja, die in sollen Ordnung. Sich mal alle drauf stürzen. Ja. In Ordnung. So. Zu Befehl. Höre. Wird erledigt. Dann ist hier in diesem LKW offensichtlich die Drohne. Und mit der entschärfen wir das Ganze jetzt mal. Und parallel muss ich mich mal schnell drum kümmern, dass hier der Täter noch versorgt wird. Also das scheint fast fertig zu sein, aber ich muss mal gerade gucken, wo hier der Täter ist. Ah. Erwartet Befehle. So, der Polizist kann nämlich nicht so wahnsinnig viel machen. Der muss, der kann nur den Zustand sozusagen aufrechterhalten, aber der kann nicht wirklich helfen mit seinem Erste-Hilfe-Koffer. Die Polizei kann dann schon wieder abrücken, damit wir die Einheit später noch haben. Ein Chaos hier sondergleichen. Und die Bombe wurde entschärft. Aber wo ist jetzt der Typ? Ah, hier. Bin bereit. Okay. Puh, Glück gehabt. Das scheint ja schon zu sein. Das ging flink. Das SEK war auch wirklich sehr, sehr schnell da. Also da muss ich sagen, Lob an das SEK, der, das hier mit der Drohne kann schon wieder, das Fahrzeug mit der Drohne kann schon wieder weg. Was geht's? Und die soll mal schnell hier vorne hinkommen. Menschenskinder. Und die kann auch wieder hier rein. Ja, und damit haben wir die Einsätze hier erfolgreich absolviert. So ein Stress hier auf einmal. Jetzt müssen wir nur noch drum uns bemühen, dass der hier mitgenommen wird. Sofort. Bin bereit. Vielleicht muss ein Notarzt mitfahren. Müssen wir gleich mal kurz abwarten. Und ja, hier, der muss natürlich auch noch mitgenommen werden. Vermutlich aber auch ins Krankenhaus. Oder der kann nicht festgenommen werden. Leider. Ich weiß nicht, ob man dann auch einen Polizisten mit ins Krankenhaus fahren lassen muss. Aber hinterher werden die auf jeden Fall mitfahren. Oder hinter dem Fahrzeug werden sie auf jeden Fall fahren. So. Und hier, das schicken wir dann alles wieder nach Hause. Zu Befehl.
die bringen den jetzt einmal schnell hier. Höre. Nein. In Ordnung. Was gibt's? So, und der Polizeihelikopter kann auch wieder zurück zum Headquarter. Ja, Emergency. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht mit Emergency, mit einer weiteren PC-Version. Also ich meine, für die Konsolen würde das, glaube ich, nie kommen. Das ist ein bisschen kompliziert zu steuern, also jedenfalls nicht so. Aber für Mobile oder für die mobile Version oder für mobile Endgeräte gibt es ja eine App. Und die ist auch sehr beliebt. Ich hab mal reingespielt, ich hab's nicht so gefühlt, also ich fand das auf dem PC schon irgendwie cooler. Aber vielleicht seht ihr das auch ganz anders, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Ja, und hier lassen wir jetzt schnell alle einsteigen und dann geht auch das wieder los. So, hier brauchen wir noch ein RTW. Ganz vergessen. Und die können... Moment... Ja, die können nach Hause fahren. Bin bereit. Was geht's? Kein Problem. Headquarter, ja. Den lassen wir mitfahren. Wird gemacht. Und dann kommt der Notarzt hinterher. So, dann haben wir eine ganz solide Punktezahl erreicht. Also ich denke mal so auf 7000 oder sowas wird es noch ansteigen. Hier haben wir uns auch gut drum gekümmert. Der Bombenleger ist hoffentlich schon auf dem Weg in den Knast. Ja, sieht ganz gut aus. Hier ist auch kein Fahrzeug mehr. Das heißt, dieser Einsatz ist auf jeden Fall komplett abgeschlossen. Hier, die nehmen jetzt noch den hier mit. Den Ayopai. Ein bisschen auf Gangster getan und dann auch noch Waffe rausgeholt. Nicht so gut. Da fahren sie schon. Ich denke, der muss auch schnell hier rein. Kann dann schon mal hier reingehen. Kein Problem. Und die Polizei fährt dann ins Headquarter. Gut. Kürzen wir das alles ein bisschen ab. Warten, bis hier alle Einsätze erledigt sind, aber... Hier auch wieder diese WSW-Busse. Ich habe übrigens, glaube ich, in der letzten Folge ein bisschen was Falsches erzählt, denn es gibt ein Tanklöschfahrzeug, ein TLF. Neuer Titel freigeschaltet. Emergency 5, erster Hauptretter. Na, sowas. Wie Geburtstag und Weihnachten zugleich. Wird erledigt. Ich habe ein bisschen Quatsch erzählt. Es gibt nämlich ein Tanklöschfahrzeug, mit dem man ganz normal mit dem Monitor auch ein Haus löschen kann. Das habe ich aber ein bisschen spät entdeckt. Ist in Arbeit. Man ist halt ein bisschen irritiert. Also man kann auch hier über Einsatzstichwörter, glaube ich, die Fahrzeuge ordern. Aber man ist ein bisschen irritiert, weil halt hier alles an Fahrzeugmaterial ausgetauscht wurde. Das ist natürlich grundsätzlich cool, aber muss man erstmal so ein bisschen reinkommen. So, gut. Lassen wir auch diesen Einsatz noch zu Ende gehen. Das soll es allerdings soweit wieder von der Emergency Wuppertal-Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne in der nächsten Folge wieder rein. Eine wird es noch geben, vielleicht sehen wir da noch irgendwas anderes, irgendwas Neues, aber spektakulär war es in dieser Folge auf jeden Fall. Das kann man kaum bestreiten. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!